So, ich bin gerade angekommen bei den Rheinfällen in der Nähe von Schaffhausen in der Schweiz. Und das, was ich hier schon wieder sehe, sind Menschenmengen ohne Ende. Genau das, was ich nicht mag. So, mein erster Eindruck von den Rheinfällen hier in Schaffhausen. Die sind riesig groß und beeindruckend, aber es sind wahnsinnig viele Touristen hier. Es ist natürlich ausgeschlachtet ohne Ende. Parkplätze, die sehr viel Geld kosten. Und ja, man kann hier so Touren rundherum machen. Da vorne ist ein Schlössli. Da oben. Sowas wie eine Festung. Kann man da sehen. Da hinten. Ja, aber insgesamt keine Location für ein Foto ohne Menschen drauf, würde ich sagen. Sei denn, ich bin ganz früh hier, das probiere ich natürlich morgen früh, dass ich irgendwann vielleicht am Sonnenaufgang hier bin. Ich muss gleich nochmal gucken, wie die Sonne hier verläuft. Zeiten aussuchen, wo andere lieber essen gehen, zum Beispiel. Hallo, ich bin mittlerweile angekommen in meinem Hotel in Schaffhausen im Arkona Living. Mein Zimmer hier ist wirklich fantastisch im Vergleich zu dem, was ich hier in Triberg mitgemacht habe. Ja, ich bin gut angekommen. Die Fahrt hierhin war schön. Ich habe mir die Rheinfälle heute schon angeschaut und habe mir danach die Stadt Schaffhausen angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Rheinfälle, schön, cool, touristisch völlig überlagert. Aber die Stadt Rheinhausen, die hat was. Die hat Style, die hat alte Fassaden, als hätte 200 Jahre lang niemand mehr die Fassaden angepackt. Und ich glaube, ich werde ein paar Fotos von den Rheinfällen machen, aber das meiste werde ich hier machen. Auf. Ich sehe ziemlich zerquetscht aus, weil es wirklich gerade 2 Minuten her ist, dass ich aufgestanden bin. Ab zum Rheinfall und hoffen, dass die Sonne schön aufgeht. Bis gleich. Halb sechs, ich bin angekommen an den Rheinfällen. Da hinten rauschen sie, dort geht die Sonne auf, das gibt schönes, schräges Licht. Ich könnte mich aufregen, da steht schon ein Reisebus um die Uhrzeit. Ich hoffe, die Menschen laufen nicht hier rum. Das wäre der absolute Overkill, wenn jetzt hier so eine Reisegruppe von meiner Linse rumläuft. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke, es wird auch noch gut eine halbe bis ganze Stunde dauern, bis die Sonne dann wirklich auf den Rheinfall scheint. Und das hat den Vorteil, dass ich mir jetzt mal einen guten Platz suchen kann. Einfach ein bisschen Zeit. Man braucht schon 20 Minuten, um von da nach da zu laufen. Das Ding ist reichlich groß. Aber ja, ich habe dabei meine Sony Alpha 7, die neue, werde heute viele schöne 50mm Aufnahmen machen. Es ist keine Wolke am Himmel, es ist wirklich keine Wolke am Himmel, was natürlich beim Sonnenaufgang immer ein bisschen schade ist. Also ich habe meinen Spot gefunden, was ihr wahrscheinlich hier nicht sehen könnt. Da hinten sind ein paar kleine Wolken, die werden gerade schön rot angestrahlt. Wie viel schade ist, da oben ist der Mond, da kann man den hier sehen, da. Das wäre natürlich richtig geil, wenn er da oben gewesen wäre. Auf jeden Fall, mein Stativ da ist aufgebaut. Die Szenerie ist super, die Sonne geht gleich irgendwann auf. Wahrscheinlich dauert es eine Weile, bis die hier reinstrahlt. Und das hat den großen Vorteil, dass dieser Unterschied zwischen Himmel und Rest nicht so groß ist. Oh schade, jetzt habe ich einen Reiher verpasst. Toll wäre es natürlich, wenn so oben die Burg angestrahlt wird schon und unten der Wasserfall noch nicht. Und ich werde auf jeden Fall eine ganze Weile hier bleiben, um mir anzugucken, was da so Sache ist. Ja, ich habe meine Sony Alpha 7 II aufgebaut, vorne auf das 50mm Objektiv und ich kriege die Szenerie toll da rein. Hat den Vorteil, dass hinterher auch nichts verzerrt ist durch den Weitwinkel. Der Rheinfall sprüht so richtig schön Nebel. Ich bin gespannt, ob man das hinterher gut sehen kann auf dem Bild, aber ich denke, so wie das sprüht auf jeden Fall. Ich habe Polfilter vorne drauf gebaut, um mal zu testen, wie das aussieht, wenn ich unten ein bisschen Spiegelung aus dem Rhein wegnehme. Ja, die Kamera, die wird jetzt gleich da auf das Stativ kommen und mit fotografieren. Und dann gucke ich einfach mal, wie die Bilder aus der Kamera werden.
Weil hier kann ich eine schöne große Aufnahme machen. Vielleicht mache ich auch gleich einen Zeitraffer damit. So, meine Bilder sind im Kasten. Die Sonne steht sehr hoch. Das Licht ändert sich wieder. Das schöne Licht ist vorbei. Aber ich glaube, ich habe sehr, sehr schöne Bilder. Die ersten Touris tauchen auf. Woran erkennt man das? Die kommen hier hin, haben zwar vielleicht eine Spiegelreflexkamera oder was auch immer, fotografieren einen Wasserfall in 200 Meter Entfernung mit Blitz. Leute, so ein Blitz. Erstens, man sieht es für gewöhnlich immer scheiße aus. Und zweitens, der reicht nicht so weit, 200 Meter. So ein Blitz hat eine Reichweite von 2 Metern vielleicht. Bei diesen kleinen Kameras nicht mehr. Und dann bringt er auch nichts mehr. Und vor allem, das natürliche Licht ist im Moment so gut, so toll. Da würde man, wenn der Blitz so weit kommen würde, alles mit zerstören. Der wichtigste Tipp für bessere Fotos, wann immer es geht, Blitz aus. Der Blitz ist dafür da, um im Dunkeln, also dann, wenn es nicht mehr möglich ist, ein Bild zu machen, ohne Bewegungsunschärfe, weil die Belichtungszeit einfach zu lang ist. Nur dann macht der Blitz Sinn. Und im Fotostudio. Aber sonst nie. Also merkt euch, Blitz aus. Hallo, ich befinde mich auf dem Weg zum Rheinfall. Und zwar habe ich heute mal den Fußweg gewählt. Ich wollte gerne noch ein bisschen was von der Stadt sehen und vor allem auch so mal die etwas abgelegeneren Teile. Und ja, Schaffhausen ist wirklich schön. Und weil der Weg weit ist, gibt es jetzt erstmal Apfel-Himbeerschorle. Lecker. Ich bin jetzt fast dort, fast beim Rheinfall. Ja, nur mal kurz zwischendurch was zu sagen. Der Weg hierhin war sehr schön und das ist was ich einfach nur empfehlen kann. Auf Reisen ist es natürlich immer toll, mit dem Bus oder mit dem Auto von Tourispot zu fahren. Dann kriegt man im Prinzip nichts mit, außer das, was einem präsentiert wird, so auf dem Teller. Ja. Und wenn man hier sowas macht, dann sieht man einmal auch mal die Dörfer, wie die Leute hier wohnen. Und das ist schön und das ist sehenswert. Also ordentliche Wanderschuhe einpacken. Loslaufen. So, jetzt ist langsam genug Rheinfall. Es ist anstrengend, es ist heiß. Ich habe jetzt natürlich alles gesehen. Ich war oben in der Festung, ich war hinten im Schlössli, ich habe die Schiffsfahrt mitgemacht, ich habe Fotos gemacht von oben, unten, in der Mitte, alles ist aufgenommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Temperaturen und vor allem aufgrund der Masse an Menschen und wie touristisch das ausgeschlachtet worden ist hier, macht es langsam auch keinen Spaß mehr. Ich gehe jetzt zurück ins Hotel. Mein Hotel in Schaffhausen. Ich weiß, das Licht ist nicht super, man sieht mich kaum, aber trotzdem. Ein letztes Vlog von hier aus, von meinem Zimmer aus. Ja, es ist fast zu Ende. Morgen früh bin ich noch da. Morgen mache ich, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Vlog, wenn ich abfahre. Aber ansonsten bin ich hier erstmal fertig. Wenn ich gefragt werde, lohnt es sich wegen dem Rheinfall nach Schaffhausen zu fahren, dort Urlaub zu machen? Ich würde anders daran gehen. Schaffhausen ist wunderschön. Also Schaffhausen ist wirklich sehenswert. Die Altstadt hier ist so toll aufgemacht. Es sieht aus, als wären die meisten Fassaden 200 Jahre lang nicht verändert, höchstens noch restauriert worden. Die ganze Altstadt ist einfach wunderschön und die Stadt ist sehr, sehr schön. Von daher geht anders ran. Fahrt hierher, guckt euch Schaffhausen an und nehmt die Rheinfälle mit. Der Rheinfall ist zwar kein Rheinfall, aber ich sag auch ganz ehrlich, es ist touristisch so überladen und man muss es einfach mal so sagen, der Schweizer weiß, wie er an Geld rankommt und das weiß er auch hier und das ist alles so
schön geschickt aufgebaut. Man fährt dahin, parkt auf dem Parkplatz und dann sieht man schon 5 Franken für die erste Stunde plus 2 für jede weitere, dafür, dass man sich den Wasserfall anguckt. Dann kostet, dann gibt es da so einen Klettersteig, wo man nah ran kann an den Wasserfall, der kostet Eintritt. Dann gibt es Bootfahrten, die kosten für, dann auch ein bisschen, bisschen was. Also ja, die Preise für die Bootsfahrten sind okay. Dann, wenn man natürlich, es war warm im Moment, dann hatten die Leute Durst, dann kostet eine Cola 4,50 Franken. Ja, ich weiß, die Schweiz ist teuer, aber 4,50 Franken, selbst ein paar Meter weiter, also von den Rheinfällen weg am Kiosk, kostet die hier schon deutlich weniger. Also es war schon, das ist schon eine ziemliche Abzocke, was die da machen. Und es ist überfüllt, es sind so viele Leute da. Es ist halt cool, mal gesehen zu haben, es ist beeindruckend, aber ich mag so touristische Locations nicht, das ist meine persönliche Meinung. Wenn du da drauf stehst, wenn du das magst, dahin zu gehen, wo alles für den Touristen vorbereitet ist, dann ist das super. Musst nur ein bisschen Geld einstecken. Ich glaube, mit Mann, Frau, 2 Kinder ist man an so einem Tag, wenn man 2 Colas dabei nimmt, schnell mal 100, 120 Euro los. Deswegen, ich würde, wenn es jetzt nicht unbedingt mit Kindern ist, weil Kinder, die halten jetzt von Altstädten vielleicht nicht so viel, aber Schaffhausen ist einfach total sehenswert. Guckt euch Schaffhausen an, nehmt die Rheinfälle mal mit. Aber ne, kommt nicht unbedingt wegen den Rheinfällen hunderte von Kilometern hier hingefahren. So rum würde ich es nicht machen. Ansonsten ist es eine Station, die ich jetzt mal abgehackt habe. Ich habe ein paar schöne Fotos gemacht, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, die Knallerfotos sind es nicht. Da ist Triberg, der Wasserfall, schon deutlich, deutlich fotogener gewesen. Also dann, bis zum nächsten Vlog. Tschüss.